Mary Burmeister hat gesagt, eine Veränderung in unseren Überzeugungen bewirkt eine entsprechende Veränderung im Körper. In diesem Newsletter aus Scottsdale geht es darum, Rückenprojekte zu harmonisieren. Sei das mich selbst kennen, mir helfen lernen, indem du die folgenden einfachen Übungen jeden Tag machst, um Rückenbeschwerden zu helfen. Wende sie täglich für mindestens 7 Tage an und schau, welche Veränderungen du bemerkst. Halte zuerst deinen Ringfinger und den kleinen Finger. Erst links, dann rechts oder umgekehrt, bis du einen Puls in ihnen fühlst. Oder halte sie für 2 Minuten, wenn du keinen Puls wahrnehmen kannst. Um das Ergebnis zu vergrößern, atme aus, lass deine Schultern fallen, lächle und atme ganz natürlich ein, während du jeden Finger einzeln hältst. Viele verwenden 9 Atemzüge oder ein Vielfaches davon bis hin zu 36 Atemzügen. Du kannst diese Atemübung mit jeder Fingerhaltung und allen anderen Strömen kombinieren. Halte die Schulter, das Sicherheitsenergieschloss 11, und die Leiste, das Sicherheitsenergieschloss 15, zusammen. Lege die linke Hand auf die rechte Schulter und die rechte Hand in die rechte Leiste und umgekehrt. Lege die linke Hand an die linke Leiste, das Sicherheitsenergieschloss 15, und die rechte Hand an die rechte Hüfte, das Sicherheitsenergieschloss 2. Ströme den rechten Ellbogen, das Sicherheitsenergieschloss 19, mit der linken Hand und den linken Ellbogen mit der rechten Hand. Um eine Veränderung hin zu mehr Harmonie zu erreichen, erinnerte uns Mary Burmeister immer wieder daran, Selbstveränderung beginnt mit Selbststudium.